Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude. Mit dieser Weihnachtsbotschaft des Engels haben wir schon die Adventszeit im Krisenmodus miteinander durchgestanden. Und so wollen wir auch den Heiligen Abend und die Weihnachtszeit und den Übergang ins neue Jahr mit Ihnen zusammen erleben. Fürchtet euch nicht. Wir feiern Weihnachten. Gott ist in unsere Welt gekommen. Gott ist uns ganz nahe gekommen. Und so feiern wir einen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Lukas-Evangelium, im zweiten Kapitel, hören wir: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Auf Erden Gottes Sohn.
Dass Computer und Sprachassistenten ein Segen sein können, das haben wir in diesem Corona-Jahr wirklich erlebt. Wir haben Konferenzen, Presbyteriumssitzungen per Zoom oder per Teams miteinander durchgeführt. Es hat sogar Weihnachtsfeiern online gegeben. Ja, und wenn wir gar nicht mehr weiter wussten, dann haben wir sogar Alexa um Rat fragen können. Aber ob diese Sprachassistentin wirklich weiß, worum es an Weihnachten geht? Ja, das werden wir jetzt erfahren mit dem jetzt kommenden Krippenspiel der Konfirmandinnen und Konfirmanden mit dem Stück Alexa und die Heilige Nacht. Jetzt geht's mit der Probe los. Wir sollen die Weihnachtsgeschichte spielen. Kennt ihr euch denn damit aus? Nicht besonders. Irgendwas mit Jesus, glaube ich. Wir fragen am besten die Pfarrerin. Die kommt gleich. Ich habe eine gute Idee. Wir könnten Alexa fragen. So eine Sprachassistentin ist 24 Stunden verfügbar. Das ist eine feine Sache. Und in der Küche gibt es doch WLAN, oder? Wow, sogar die Christmas Edition. Dann muss sie sich ja mit Weihnachten auskennen. Also los, Alexa, was passiert an Weihnachten? Weihnachten ist ein Fest der Christenheit, das am 25. und 26. Dezember gefeiert wird. Der Tag vorher ist der Heilige Abend. An Weihnachten feiert man die Geburt von Jesus. Guck, habe ich doch gesagt, irgendwas mit Jesus, da ist er geboren. Weiß man das denn überhaupt so genau? Damals gab es doch noch gar keine Kalender. Alexa, wann wurde Jesus geboren? Darauf kann ich keine Antwort geben. Was soll das? Streikt sie etwa schon? Alexa, wann wird die Geburt von Jesus gefeiert? An Weihnachten. Na also, das war doch gar nicht so schwer. Ja, aber eben konnte sie keine Antwort geben. Alexa, wann wurde Jesus geboren? Da bin ich mir nicht sicher. Man feiert Jesu Geburt an Weihnachten. Lass uns endlich beginnen. Okay, ich spiele die Mutter. Aber wie hieß die nochmal? Maria, das weiß doch jedes Kind. Aber beim Vater, da wird's schwierig. Alexa, wie hieß denn der Vater von Jesus? Darauf kann ich keine Antwort geben. So ein Quatsch. Der heißt Josef, den spiele ich doch. Komisch, dass Alexa nicht weiß, wer der Vater ist. Wieso bloß? Ich dachte immer, Gott wäre sein Vater. Aber egal, ich spiele Maria. Komm, wir fangen schon mal ohne die Pfarrerin an. Alexa, wie fängt die Weihnachtsgeschichte an? Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot ausging vom Kaiser Augustus, das alle Welt sich schätzen ließe. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Los, kehrt alle in eure Heimatstadt zurück. Lasst euch in Listen eintragen, damit ihr auch ja genug Steuern bezahlt. Das kennt ihr ja alle von den Corona-Verordnungen. Geübt ist geübt. Wie gemein. Dem Kaiser ging es gar nicht um das Wohl der Leute. Der wollte nur mehr Geld für sich. Alexa, wie geht die Geschichte weiter? Da machten sich auch Maria und Josef auf nach Bethlehem, weil Josef aus dem Geschlecht Davids war. Und erst hat sie keiner aufgenommen, weil alles voll war. Ach ja, das kennen wir ja. Beherbergungsverbot. Oder weil eine schwangere Frau besondere Umstände macht. Oder weil manche Leute erstmal an sich denken und nicht offen sind für Fremde. Stimmt, manche sind das heute noch. Schade, dass sich die Welt seit damals nicht verändert hat. Dann übernachteten Maria und Josef in einem Stall und legten den kleinen Jesus in eine Krippe. Alexa, was ist eine Krippe? Eine Krippe ist eine fieberhafte Infektionskrankheit, die mit Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber und starkem Krankheitsgefühl einhergeht. Doch keine Grippe, eine Krippe, das weiß ja sogar ich. Das ist ein Holzgestell für das Futter der Tiere. Und ich dachte, Maschinen wissen alles. Das habe ich genau gehört. Und hier wurde das Jesuskind geboren? Kamen da nicht irgendwelche Leute zum Gratulieren? Haha, du Blödmann, doch nicht zum Gratulieren. Anbeten heißt das. Alexa, wer kam zu Jesus nochmal in den Stall? Es kamen Hirten, um Jesus anzubeten, und dann später auch noch Sterndeuter aus dem Morgenland. Sie waren bei den Schafen und hörten die Botschaft von einem Engel. Ich bin der Engel. Hey, ihr Hirten, aufgepasst,
Da ist ein Baby zur Welt gekommen, in Bethlehem, in einem Stall, aber kein normales. Der Junge kommt von Gott und er will die Welt verändern. Ja, das ist richtig. Jesus hat ziemlich viel dafür getan, dass die Welt besser wird. Aber es sieht ganz so aus, als wäre er nicht ganz fertig geworden. Hä, wie meinst du das? Na, es gibt noch so viel auf dieser Welt, das nicht in Ordnung ist. Zum Beispiel arme Leute, Krankheiten, Verbrecher, Gemeinheit, Corona. Vielleicht arbeitet Jesus heimlich weiter und wir merken es nur nicht. Die Christen gehen davon aus, dass Jesus im Geist bei den Menschen ist und durch sie handelt. Hä, was ist denn mit der los? Haben wir dich etwa gefragt? Und was sagst du denn dazu, du Sterndeuter aus dem Morgenland? Ich glaube, das ist erst der Anfang. Dieses Kind wird die Welt auf den Kopf stellen. Die Kleinen kommen groß raus. Die Schwachen finden neue Kraft. Die Diktatoren werden entmachtet. Los, kommt, lass uns zum Kind gehen. Du auch, Kaiser. Es wird Zeit, dass die Politik mal die Situation der Familien sieht. Vor allem die der Kinder. Na, von mir aus, da mache ich es mal wie Gott. Ab an die Basis, nah zu den Menschen. Und hier sind Maria, Josef und das Kind. Das sieht ja aus wie jedes normale Kind, nur ein bisschen ärmlicher. Ja, genauso wie ein Hirtenkind. Genau, gerade das ist ja das Besondere. Gott wird ein Mensch wie wir. Einer, der weiß, wie wir leben. Einer, der fühlt, was uns quält und was uns Freude macht. Gott wird einer von uns. Das wird die Welt verändern. Ja, ich glaube, das hat mich schon verändert, wenn ein König nicht im Fünf-Sterne-Palast, sondern in einem Futterkorb geboren wird. Ja, und wenn Bethlehem so aussieht wie die Erlöserkirche in Köln-Weidenpesch im Jahr 2022, dann ist das schon ein Blick in die Zukunft. Alexa, was ist denn mit dir? Findest du nicht auch, dass die Welt besser werden muss? Das ist eine schwierige Frage für eine Maschine. Jetzt kneif nicht. Alexa, muss die Welt besser werden? Viele Menschen arbeiten jeden Tag daran, die Abläufe zu optimieren. Ja, die Abläufe. Aber was ist mit den Menschen, Alexa? Auch für den Menschen gibt es Programme der Optimierung, für mehr Selbstbewusstsein, gesündere Ernährung, weniger Körpergewicht. Ja, gut. Aber das Herz. Alexa, was ist mit dem Herzen? Es gibt Herzsportgruppen. Es gibt Seminare zur Schonkost und Hilfen zum Abbau von Risikofaktoren. Aber doch nicht das Körperorgan. Wir reden von dem Herz, wo wir Liebe spüren, oder den Frieden. Hast du eben nicht aufgepasst? Na sicher habe ich aufgepasst. Ich kann alles beschreiben, was geschehen ist. Ich kann die Worte wiederholen. Oje, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Alexa kann zwar vieles, aber ob sie verstehen kann, worum es an Weihnachten wirklich geht? Sie ist eine Maschine und muss immer funktionieren, wenn man sie braucht. Gut, dass wir Maschinen haben, aber das, was am Ende wirklich zählt, das können sie nicht. Wie gut, liebe Gemeinde, dass das bei uns Menschen anders ist. Wir müssen nicht immer funktionieren. Wir müssen nicht perfekt sein, so wie die Sprachassistentin. Wir haben ein Herz, das fühlen kann. An Weihnachten spüren wir tief in unserem Herzen, wie schön das ist. An Weihnachten kommt Gott zu uns nicht als Maschine, die keine Fehler macht. Gott kommt zu uns auch nicht per Zoom oder Teams, sondern in Präsenz. Er kommt zu uns wie ein Mensch, so wie wir selbst auch sind. So dass es uns spürbar und fühlbar verändert. Aber wie können wir das spüren? Wie können wir uns an diese Kraft im Alltag erinnern? Dann, gerade im Schatten von Corona, wenn das Fest vorbei ist, wie können wir uns an das Kind in der Krippe erinnern, wenn wir weiter im Lockdown sind? Gerade in diesen kontaktarmen Zeiten haben wir ganz viel Kreativität aufgebracht, um unsere Verbundenheit auf alle erdenkliche Weise uns gegenseitig auszudrücken. In Briefen, in Telefonanrufen, per Skype. Wir haben uns gegenseitig gute Gedanken geschickt. Wir haben Engel einander zugeschickt, die uns beschützen und begleiten sollen mit guten Wünschen und allen guten Gedanken, die wir füreinander haben. Und wir haben es getan, indem wir die Botschaft des Engels
fürchtet euch nicht, in dieser Adventszeit in die Fenster in der Nachbarschaft gehängt haben. Indem wir 155 Päckchen bei der Aktion Weihnachten für alle, kurz an der Erlöserkirche, an der Baustelle zusammengetragen haben. Oder auch durch Kollekten und Spenden haben wir mit ein bisschen Unterstützung dafür gesorgt, dass Not gelindert werden kann, da, wo es bitter nötig ist, gerade in diesen Zeiten. Mit diesem Christbaumanhänger hier, der an unserem diesjährigen Weihnachtsbaum hängt, können wir die Verbundenheit mit den vielen Menschen, die uns so nah sind, aber die wir gerade in diesen Tagen, in diesen Zeiten nicht sehen können, ausdrücken. Er erinnert uns an die Namen von denen, die wir lieben, die wir verloren haben und die uns fern sind und nach denen wir uns sehnen und die gerade in dieser Welt das Weihnachtslicht ganz besonders nötig haben. Wir erinnern uns auch an die Namen derer, die sich für das Leben, für unsere Gesundheit und die Versorgung in diesen Corona-Zeiten gerade besonders einsetzen. Nehmt diesen Anhänger mit in eure Wohnungen, mit in eure Häuser, hängt ihn in euren Baum oder an den Tannenzweig. Denn auf diese Weise können wir auch unsere Verbundenheit mit dem Kind in der Krippe ausdrücken und unsere Wünsche nach Frieden und Zusammenhalt einander sagen. Und das singen uns jetzt die Vorschulkinder der Kita Spatzennest mit ihrem Lied. Wünsche schicken wir wie Sterne zum Himmel hoch in weite Ferne. Gott ist bei uns auf unseren Wegen und schenkt uns allen seinen Segen. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Lebendiger Gott, der du Mensch geworden bist, wir bitten dich in diesem Jahr für die vielen Menschen, die Weihnachten begehen müssen,
in den Krankenhäusern und in Alten- und Pflegeheimen, die Dienst haben und sich gar nicht freuen können über die Botschaft, die wir heute gehört haben. Sei bei ihnen und segne sie und lass sie wahrnehmen, dass du mit deiner Liebe aus ihnen sprichst, in ihrer Fürsorge und Zuwendung zu den Menschen. Wir bitten dich für alle, die krank sind, dass sie bald wieder gesund werden. Wir bitten dich für alle, die Angst haben um ihre Lieben, dass sie getröstet werden, durch deine Nähe und Zuversicht gewinnen. Und Gott, wir bitten dich für alle, die Verantwortung haben, dass sie das Richtige tun und dass sie dazu beitragen, dass diese schwierige Zeit, sobald es geht, überwunden werden kann. Und alles das, was uns sonst bewegt, heute am Heiligen Abend, bringen wir vor dich, wenn wir gemeinsam beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wünschen euch und ihnen ein behütetes und gesegnetes Weihnachtsfest. Gott segne und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und aller Welt Frieden. Amen. Liebe Weihnachtsgemeinde, ganz herzlich bitten wir Sie am Heiligen Abend, an den Festtagen und über den Jahreswechsel für Ihre Spende für Brot für die Welt. Brot für die Welt setzt sich für die Menschenrechte ein in allen Erdteilen und unterstützt ganz konkrete Projekte. Und auf der anderen Seite bitten wir Sie um Ihre Unterstützung für unseren Kirchenneubau, das neue Erlöserkirchenzentrum, was Ende nächsten Jahres fertig werden wird, mit einer Kindertagesstätte, mit Wohnungen, einem Kirchraum und Gemeinderäumen. Wir bitten Sie um Unterstützung für die Bestuhlung unserer Kirche. 75 Stühle möchten wir gerne anschaffen und dazu bitten wir um Ihre Hilfe. Seien Sie ganz herzlich bedankt. Gesegnete Feiertage für Sie alle.
Die Betonung lag auf Ruhe. Ich würde sagen, du fängst einfach an und ich sag da dann, wann du aufhörst, ja?